denn da los? Oh nee, falsche Taste. Ups. Komm zurück aus der Pause, Leute. Es war gerade doch ein bisschen schwierig. Aber ich würde sagen, wir haken das letzte Game ab und gehen zum nächsten, denn wir haben nochmal ein besonderes Spiel, würde ich sagen, für euch vorbereitet, denn Clutch Gaming gegen Optic Gaming könnte das ein Match sein, das vielleicht so eins der beiden Überraschungsteams der Season quasi ankündigt, sage ich mal. Letztes Jahr dann noch beide neu zum Franchise mit dazugekommen. Da war es eindeutig verbessert, ist Clutch Gaming gut reingestartet. Auch direkt in den Playoffs dabei und Optic hatte so ein schwieriges Jahr. Jetzt nach der letzten Woche muss man mal sagen, es sah gar nicht so schlecht aus, trotz Academy Roster. Und ich bin mal gespannt, wie die sich jetzt im Laufe des Splits zeigen, vielleicht mit dem richtigen Roster dann. Ja, es wäre sehr interessant mal zu sehen, was das richtige Roster hält, ne? Medios, ob der noch hier wirklich performen kann, der ist ja auch schon sehr, sehr lange dabei und wir sehen ja relativ viele erfahrene Spieler momentan, die so ein bisschen strugglen. Ja, und schauen wir mal, ob das bei Medios auch der Fall ist und wie gut letztendlich auch Crown mit dem richtigen Roster, mit dem die ja auch schon wahrscheinlich viel mehr gescrimmt haben, als eben mit diesen Spielern von dem Academy-Roster performen kann. Crown ist ja ein sehr, sehr gehypter Midlaner, auch ein sehr, sehr gehypter Import dieses Jahr und schauen wir mal. Ja, das auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie die beiden Teams hier heute aufeinandertreffen. Clutch Gaming mit einer sehr guten ersten Woche haben da zwei verschiedene Gesichter gezeigt. Im ersten Spiel von Anfang an das bessere Team, haben da ihre Dominanz ausgespielt und dann gegen TSM im zweiten Spiel hatten sie einen Rückstand, aber haben es trotzdem noch gut geschafft zurückzukommen. Ja, ich finde das persönlich, muss man einfach mal sehr, sehr positiv hervorheben. Wenn du so ein, ich nenne es einfach mal, ich meine, Huni wurde richtig zerstört auf der oberen Linie von Broken Blade. Ja. Und wenn du trotzdem es schaffst, nach so einer Zerstörung noch mental stark zu bleiben, als Team generell, nicht nur als Einzelspieler, sondern als Team nicht aufzugeben und permanent die Möglichkeiten suchst, irgendwie zurückzukommen und auch es sogar noch schaffst, zeigt das halt von der mentalen Stärke und auch von der Teamstärke generell, dass die auch zusammen als Team agieren können und eventuell auch jemanden, der halt mal hinfällt, wieder aufhelfen können. Und das ist halt etwas, eine Teamcharakter-Eigenschaft, die man einfach haben muss, wenn man wirklich weit oben mitspielen möchte. Sind jetzt auch entsprechend 2-0 dementsprechend und haben definitiv das Potenzial, noch weiter hier in dem Split nach oben zu gehen. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wäre für mich auf jeden Fall am positivsten noch aufgefallen, das ist aber wirklich der Stern des Teams, sag ich mal, war Damonte. Im ersten Spiel mit Gaio gute Ults gesetzt, teilweise wirklich insane gespielt. Ja. Und dann das zweite Spiel gegen TSM, seine Akali war gefürchtet. Ich glaube, Bjaxen und Co. haben da noch eine Nacht von geträumt, von der Akali. Die war schon gut gefährlich. Ich bin gespannt, was er heute spielen wird und ob er uns noch mehr Gesichter zeigen kann. Also er hat jetzt diesen teamorientierten Champ gepickt mit Gaio. Er hat diese Akali gepickt, die wirklich auf dieses Assassinieren aus ist. So, ich will jemanden one-shotten, ich will in eure Backline rein. Mal schauen, was wir heute sehen. Auf der anderen Seite, du hast eben schon angeschnitten, Academy Roster bei Optic. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass sie sich noch nicht so einig sind, wer wo spielen soll. Also ist klar, bei Arrow gibt es noch so ein bisschen Visa-Probleme, deshalb spielt der nicht. Ich denke, dass Arrow der Start-AD-Carry sein wird. Aber sie haben im Jungle Medios und dadurch, die beide auf jeden Fall LCS-Level sind, muss man einfach sagen, sind Top-Jungler. Sie haben auf der Top-Lane Dokler, der eigentlich als Starter gedacht war, jetzt aber auch nicht gespielt hat. Bot-Lane, Asta, wie gesagt, wird wahrscheinlich Academy sein, denn mit Gate ist auch so eine Sache. Ich glaube, die sind sich noch gar nicht so sicher, wer im Endeffekt spielen soll. Ja, aber ist ja auch nicht so schlecht. Also es hat zum Beispiel für SKT ja auch sehr, sehr gut funktioniert eine sehr lange Zeit, dass man eben jemanden hat, den man neu reinbringen kann, falls es irgendwie nicht läuft. Und das gibt den Gegnern auch immer so das Problem, dass sie nicht genau wissen, auf wen sie sich jetzt vorbereiten sollen und wie sie sich vorbereiten sollen und dann entsprechend mit einer gewissen Situation konfrontiert werden, wo sie nicht so viel Vorbereitung haben in der Champ Selection, wenn man eben die Möglichkeit hat, gewisse Spieler auszutauschen und auch mehrere Spieler auszutauschen, da trotzdem Synergien gibt, weil es eigentlich nichts Schlechtes. Nee, das auf keinen Fall. Also wir werden das natürlich im Laufe des Splits auch weiter beobachten. Ich bin mal gespannt, ob Crown heute seine Leistung von letzter Woche bestätigen kann. Der hat das schon gut gespielt. Vor allem Crown gegen Damonte ist auch nochmal ein Duell. Ja. Ich meine, wir haben Crown Weltmeister gegen Damonte, das NA-Talent so in der Midlane. Wer wird sich da am Ende als Sieger herausstellen? Das werden wir gleich beobachten. Es dauert auch nicht lang und wir haben ein kleines Interview. Da hören wir mal ganz kurz rein. My performance was not good and then can I be better or can I be like 2 years ago Lira? But I really want to prove and improve myself, so I have to say just only this word, I will be better. Just trust me, my fans. Ja, Lira hat da ein bisschen Selbstkritik geübt, ja, dass er eben noch nicht so gut dabei war. Allgemein, ich glaube, Lira war die letzten Jahre immer so ein Auf und Ab. Mhm. Und jetzt hat er ihm gesagt, hey, er will zeigen, ich bin da. Ja, Leute, ihr könnt auch auf mich bauen, ich bin ein krasser Jungler. Für mich war Lira anfangs immer der, der im Schatten von Rainover stand,
Und das Problem war, er hat die Chance nicht genutzt, aus Rainovers Schatten zu springen, als der immer schlechter wurde. Der ist, glaube ich, sowieso in der Versenkung verschwunden. Ich weiß nicht, wo der gerade spielt. Vielleicht kann Lyra diesen Split aber endlich nutzen, um sich auch an die Front zu spielen, sage ich mal, eben ganz nach oben zu spielen. Und hier haben wir nochmal das Lineup von Clutch Gaming. Da sehen wir den gerade angesprochenen Lyra zusammen mit Damonte in der Mitte, Huni auf der Top Lane und Piglet und Volcan auf der Bot Lane. Piglet wurde auch sehr gelobt von sehr vielen Experten. Ja, Piglet ist jetzt zurückgekehrt und spielt eigentlich ziemlich gut. Und jetzt sehen wir hier das Lineup von Optik und Dardok ist wieder dabei. Wir sprechen auch Asta noch. Ja, also das gleiche Lineup wie letzte Woche, nur das Dokler jetzt wieder mit drin. Das ist, da hat man ja auch durchgeswappt gehabt. Man ist sich anscheinend noch nicht so sicher, oder wie du gerade schon angesprochen hast. Man nutzt es einfach, ja, die Unwissenheit der Gegner und mal schauen. Ja, hier nochmal die KDA von Crown aus der ersten Woche. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus, seine Statistiken da. CS-Vorsprung hat er auch bei 15 Minuten, 18,5 ist ein guter Wert. Mhm. Und Schaden vor allem, ich meine, als Midlaner hast du sowieso immer einen sehr hohen Schadensanteil, aber fast ein Drittel des Damages deines Teams zu haben, ist schon eine gute Summe. Auf der anderen Seite haben wir da Monte, bei dem sehen wir auch eine sehr gute KDA, 9,0 und eben ein CS-Unterschied auch von plus 17. Also da nehmen sie sich nicht viel, also KDA ist natürlich eindeutig bei Damonte besser. Dafür wird aber, glaube ich, der Schaden bei Crown höher sein, denn Damonte hatte dieses eine Gaio-Game, wo du eben nicht so viel Damage machst. Ja, aus irgendwelchen Gründen wurde der Schaden da leider auch nicht eingeblendet, also nehme ich stark an, ja, dass der Schaden etwas niedriger gewesen ist. Aber das ist ja kein Problem. Schaden ist immer so eine Sache, kommt immer darauf an, welche Champions man spielt. Man darf da nicht einfach so sagen, ein Midlaner, der wenig Schaden gemacht hat, ist schlecht. Das ist halt absoluter Schwachsinn, wenn man das sagt. Das ist auch dasselbe wie zum Beispiel auf einem Lee Sin, wenn man sagt, Lee Sin hat wenig Schaden gemacht. Gut, aber Lee Sin ist eigentlich nicht dafür da, den Schaden zu machen. Das ist ein Playmaker-Champion. Ja, der will im Early Game ein bisschen pressuren, der will dann Playmaking, Kicks setzen in dem späteren Spielverlauf und da kommt halt nicht so viel Schaden rüber, sondern halt nur Möglichkeiten. Jetzt Champ Selection. Ja, die letzte Pick- und Bannphase des Abends, des ersten Spieltages der zweiten Woche der LCS aus Nordamerika. Camille wieder raus, Casper wieder raus, die beiden bleiben also unverändert hier. Die Top-Ziele, was die Bans angeht, das hat er auch rausgenommen gegen Crown. Die hat er letzte Woche eindrucksvoll gezeigt. Mhm, seine Sender war sehr, sehr gut. Er hat da viel Potenzial rausgeholt aus der Kralle, wie ich finde. Hat er immer sehr schön nicht durchschauen lassen, ob er jetzt wirklich reinspringt oder nicht. Und entsprechend ab und an mal Cooldowns rausgezogen, ohne wirklich reinspringen zu wollen. Und die Bans bleiben weiterhin relativ Standard. Sender, Urgot, Camille, Seiten von Clutch Gaming, Optik, Lucian, Aatrox und Cassiopeia. Jetzt sind natürlich offen Akali und Irelia. Und ich denke auch, dass Clutch Gaming sich einen davon sichern wird. Damonte auf Akali Volume 2. Ja, mal schauen, wie er hier performen kann. Ja, natürlich noch ein Flex-Pick, aber ich würde mich tatsächlich freuen, wenn Damonte das Ganze noch bestätigen kann. Den hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ich habe es letzte Woche schon angesprochen. Letztes Jahr war sein Start in die Pro-Szene ein bisschen schwieriger, aber hatte vielleicht auch nicht das beste Team um sich herum. Konnte sich da nicht so zeigen. Und mal schauen, ob er dieses Jahr eben das Ganze ausnutzen kann. Wir sehen hier den Thresh First Pick für Gate. Finde ich interessant, dass man hier so eine hohe Priorität für Thresh aufbringt. Aber vielleicht hat man sich da ein bisschen was überlegt. Ja, man hat ja Lucian rausgebannt. Dementsprechend kann es sein, dass man so ein bisschen Ideen hat gegen eine gewisse Botlane, die Piglet und Vulcan vielleicht picken wollen. Allerdings gibt der Thresh First Pick natürlich Piglet die Möglichkeit, für eine Sieve zu gehen, was er letztes Mal schon gemacht hat. Oder natürlich auch für ein SOS ist auch nicht so schlecht gegen Thresh. Und Rumble ist natürlich ein schöner Pick gegen Huni. Hat Huni selber schon gespielt und damit gegen Echo Fox ziemlich dominant performt. Jetzt auf Seiten von Clutch Gaming wird hier der Ezreal gehovert. Die Frage ist, ob man ihn möchte. Ja, man möchte. Ja. Ja, der Teemo aber ist natürlich nur ein Troll. Ich denke nicht, dass der durchkommt. Ja, Teemo gegen Rumble. Rumble ist jetzt nicht so der beste Flexpick. Man kann ihn noch in den Jungle schieben. Aber ich nehme stark an, dass man ihn oben auf der oberen Linie spielen wird. Und dagegen wäre Teemo jetzt nicht so ultra gut. Ist absolut, also ist spielbar. Aber im Endeffekt bringt dir dein Blind halt nicht so viel. Und Dardok, Rumble wird entsprechend dich rauspressern. Nee, wir sehen die, wie du es immer so schön nennst, Korean Botlane, Ezreal, Tahm-Kench. Haben wir heute schon des Öfteren drüber gesprochen, ist sehr, sehr stark. Brauche ich, glaube ich, nicht nochmal anführen. Nee, das auf jeden Fall. Also das ist uns inzwischen schon bewusst geworden, denke ich. Da hatten wir einige Beweismittel für. Mal schauen, was Optik jetzt in der ersten Rotation noch mitnimmt, ob sie auch ihre Botlane quasi vollenden und das Clutch Gaming gleich tun. Das sieht sehr stark danach aus. Kaiser, Thresh ist ein Duo, was wir in der LEC schon häufiger mal gesehen haben, weil sie eine gewisse Synergie aufbringen. Ja. Ich denke, man hatte vielleicht auch ein bisschen darauf spekuliert, dass Lyra, Pinkler sowas wie Sieve spielt. Das spielt er sehr gerne. Da hatten wir gerade von Schalke einmal eine sehr schöne Combo
wie sie das Spell-Shirt von der Sibi sehr gut rausbekommen. Aber auch hier mal gucken, wie sich die beiden im Duo herausstellen. Ja, Asta und Gate, letzte Woche sehr gut performt, muss man sagen. Jetzt kann es natürlich sein, dass Optic Gaming hier für Buns gegen Huni geht. Oder gegen Damonte. Vielleicht gehen sie sogar noch davon aus, dass man hier die Akali nicht in die Mitte schicken wird, sondern möchte dafür sorgen, dass Damontes Champion Pool eingeschränkt wird und man irgendwas anderes auf der Toplane picken muss. Könnte die Idee hier sein. Und auf der Seite von Clutch Gaming gehen wir auch gegen Crown. Sender wurde jetzt schon im ersten Bann rausgenommen, beziehungsweise im zweiten Bann. Und jetzt wird hier noch LeBlanc rausgenommen. Das heißt, Midlaner werden hier sehr, sehr eingeschränkt. Ja, ist auf jeden Fall. Das könnte man dann noch rausnehmen. Zoe wird hier noch rausgenommen. Klar, Zoe ein sehr, sehr starker Champion. Wenn wir halt weiter davon ausgehen, dass Huni hier die Akali spielt, geht man natürlich gegen Damonte. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt die sinnvollste Idee ist, dass man jetzt mehr oder weniger Damonte fast schon dazu zwingt, die Akali zu spielen, weil seine Performance war sehr, sehr gut. Ja. Aber es kann ja sein, dass sie sich was überlegt haben gegen Damontes Akali und mit Rumble Yorick entsprechend Bun. Gutes Matchup haben wollen. Yorick Bun, okay. Dann haben sie sogar darauf spekuliert, dass der Rumble woanders hingeht. Ich meine, Rumble Jungle hast du eben schon angesprochen, wäre eine Möglichkeit. Warum nicht? Kann man theoretisch auf jeden Fall spielen. Wurde auch sehr, sehr lange schon gespielt. Bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Also von beiden Seiten die Buns nicht so hundertprozentig nachvollziehbar. Wir sehen erstmal wieder einen Lee Sin. Das heißt, der Rumble wird nicht in den Jungle gehen. Es wird wahrscheinlich einfach der Toplane-Rumble. Also man kann auch Midlane-Rumble gegen Akali spielen. Ja, man könnte es theoretisch noch flexen. Also das ist sehr, sehr interessant. Vielleicht ist das die Idee dahinter von Optic Gaming, dass sie eben den Midlane-Champion-Pool angreifen, damit da Montemeda weniger auf Akali geht und man den Rumble in die Midlane flexen kann. Auf der anderen Seite sehen wir Elise. Sehr schön. Ja, die Spinne im Jungle. Das haben wir lange nicht gesehen. Elise ist ein Champion, der im Early Game sehr viel Potenzial bietet. Sehr, sehr viel Potenzial für Tower Dives. Besonders jetzt auf der unteren Linie theoretisch. Mit Tahm Kench und Elise. Und jetzt sehen wir hier den Jace. Das ist auch wieder ein Pick, den man flexen kann auf Mitte oder auf Top Lane. Das heißt, da ist es noch nicht so ganz entscheidend und noch nicht so ganz sicher, wer hier wohin geht. Auf Seiten von Optic Gaming werden jetzt hier noch ein paar Champions gehovert. Azir wäre natürlich ein schöner Pick. Wäre auch ein Crown Signature Champ, sage ich mal. Ob der jetzt hier so gut reinpassen würde? Ja, also es wird tatsächlich anscheinend der Rumble in der Midlane. Also man könnte natürlich auch noch flexen, ja, auch in Cyan Midlane haben wir schon gesehen. Ja, jetzt wird hier wahrscheinlich hin und her geswappt werden und damit die Lanes entsprechend das kriegen, was sie wollen. Man muss jetzt auf beiden Seiten darauf achten, dass man, falls der Gegner tauscht, entsprechend auch tauscht, nehme ich stark an. Bis die Sekunde 20 muss natürlich alles eingeloggt sein. Es kann sein, dass da gleich ein Mindgame in letzter Sekunde noch von irgendeinem der Teams kommt. Das ist durchaus möglich. Ich bin gespannt, wir bleiben mal gespannt, was hier passiert, aber momentan sieht es halt so aus, dass es so ist, wie Optic Gaming das geplant hat. Ja. Und es bleibt so. Man kann nicht mehr tauschen. Theoretisch in-game können die Spieler auch noch die Position wechseln, das heißt, wir könnten Crown auf der Top-Lane sehen potenziell, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie einfach so stehen bleiben. Ist jetzt mal wieder ein etwas anderer Draft, muss man sagen. Allein durch den Rumble in der Midlane auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir den Jace mit dabei, der in Korea schon seit Ewigkeiten sehr beliebt ist und immer wieder eingebaut wird. Und man merkt so ein bisschen auch den Einfluss, den da das Team hat, wenn eben drei Spieler, die von der Abstimmung her aus Korea kommen, die auch sehr lange da gespielt haben, eben in einem Team zusammen sind. Also kann man schon teilweise tatsächlich an den Drafts erkennen, wie das so aufgebaut ist. Ich bin mal gespannt, welches Team sich hier im Endeffekt durchsetzt. Deshalb frage ich dich ein letztes Mal für heute Abend, wer gewinnt das? Also mir gefällt der Rumble-Pick sehr, sehr gut. Dementsprechend glaube ich, dass Optic das hier sogar holen kann. Ich finde das sehr, 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 sehr mutig zu sagen, wir lassen euch die Akali, weil wir was vorbereitet haben, genau gegen diese Akali und der Rumble-Pick. So, wenn ich so drüber nachdenke und auf dem Papier, klingt das mega gut. Du hast halt diesen Flamespitter, den du eigentlich immer treffen kannst, ob sie in der Shroud ist oder nicht. Und dann wird es für sie sehr, sehr schwierig zu traden, weil das ist das, womit sie traden kann. Immer in die Shroud zu gehen und raus und rein und raus. Und das verhindert Rumble optimal. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Ja, das bin ich auch. Wir gehen in das letzte Game des Abends und auch nochmal an euch da im Chat die Frage, wer gewinnt das Ganze? Wird es Clutch Gaming oder wird es Optic? Ja, schreibt uns, was ihr denn so darüber denkt. Mal schauen, ob wir wieder so ein freundliches Spiel haben wie im letzten Spiel, wo es keine Fights gibt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nee. Auf Seiten von Clutch Gaming haben wir Huni, der sehr gerne aggressiv spielt. Da Monte, der auch gezeigt hat, dass er sehr aggressiv spielen kann. Und auf Seiten von Optik haben wir da doch der für sowas immer zuständig. Also mal schauen, wer sich hier im Endeffekt durchsetzt. Wir können alle gespannt sein. Gate
Auf Thresh, auch da habe ich ein Auge drauf geworfen. Euler, immer wenn Thresh gepickt wird, beäuge ich das sehr ja, kritisch. Aber wir werden es sehen. Mal schauen, wie das Ganze hier abläuft. Es ist das letzte Game für heute. Und morgen sind wir natürlich wieder am Start mit 5 weiteren Games für euch. Auch da gibt es nochmal ein paar interessante Duelle. So, was sehen wir denn hier im Early Game? Soweit noch nichts Interessantes. Keins der Teams macht so wirklich einen offensiven Move, außer dass Optik jetzt hier zu zweit im Pixelbusch im unteren River steht. Und da kriegt Picklet den ersten Mini-Heiltrank durch seine Kleptomanie und auch den ersten Stack auf sein Mana-Flow-Band. Das ist doch sehr schön. Und jetzt fangen die Jungler an. Diesmal auf derselben Seite. Die Sin entscheidet sich, Dardock beim Blue Buff zu starten ohne Pull. Und bekommt hier anscheinend sogar ein Fake-Pull von Dokler. Das heißt, das Team von Clutch Gaming kann sich jetzt nicht sicher sein, dass der Lee Sin wirklich gestartet, also wo der Lee Sin wirklich gestartet hat. Alles sieht danach aus, als ob der Lee Sin auf der roten, beim roten Verstärkungszauber gestartet hat, was ja normalerweise der Fall ist. Hat jetzt lieber beim Blue Buff gestartet, um die Elise wahrscheinlich etwas zu mirroren. Das ist sehr, sehr interessant. Ja. Dann schauen wir mal, was Optic Gaming damit anfangen kann. Ja, wir werden das natürlich beobachten. Und vor allem auf das Midlane-Matchup bin ich gespannt. Du hast eben schon erwähnt, Rumble hat natürlich gute Vorzüge gegen Akali. Er kann theoretisch auch einfach seine Ult durch die Shroud einmal durchjagen. Ja. Sie muss rausrennen, weil sie nicht einfach drin stehen bleiben kann. In der Rumble-Ult im einen Ebener bleibst du nicht stehen. Aber dafür ist die Shroud schon etwas breiter als die. Ja, das stimmt auch wieder. Also es ist so nicht so einfach zu setzen, aber du kannst sie aber man kann so sie in Bereich, ja, genau. Du kannst sie ein bisschen zwingen, wohin sie kommen. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Funktion. Und ja, ich finde den Rumble-Pick gegen Akali sehr, sehr schön. Also mir gefällt das. Ja, wir werden das Ganze sehen. Lyra holt sich hier die Krabbe, da musste sich da doch zurückziehen. Das hat man gut über die Vision klären können. Und das ist jetzt gut von Lyra, denn er weiß, Optik hat die Information, wo er ist. Das heißt, er kann sich einfach kurz in der Mitte zeigen und direkt durchlaufen zur nächsten Krabbe. Sie haben zwar etwas an Wichtigkeit verloren, aber sie sind trotzdem natürlich, gerade im Early Game, diese ersten beiden Krabben geben viel Vision, geben viel Information und sind halt auch nochmal ein guter XP-Lieferant. So, jetzt sehen wir auf der oberen Seite der Map Lyra gegen Dardock. Lyra weiß eben nicht, wo Dardock ist und sieht ihn jetzt. Jetzt weiß er ganz genau nach Clutch Gaming, wo entsprechend sich der gegnerische Jungler befindet. Aber die können natürlich nicht ganz nachvollziehen, wer sich wie bewegt hat. Und das ist natürlich sneaky. Ja, Lyra jetzt auf dem Weg Richtung Top Lane, nimmt aber erstmal hier die Crux. Also triggert die Crux, aber macht sie im Endeffekt nicht. Läuft einfach einmal durch. Wird jetzt gespottet. Also es war anfangs sehr sneaky, aber kriegt da im Endeffekt auch nichts für raus. Also die Frage, er hat Smite zur Verfügung, ob es nicht klug gewesen wäre, nur diesen großen zu machen und dann rauszulaufen. Das schaffst du mit Elise eigentlich sehr, sehr schnell. Aber der Respekt ist natürlich da, dass entsprechend Dardock in der Nähe ist. Und jetzt wird hier gekämpft, Huni hat reingepusht und ist natürlich auch der stärkere Champion am Anfang. Ja, das Battle um die Crux hier im 2 gegen 2 können wir vielleicht gleich ein interessantes Duell sehen. Kokor geht ins Leere und jetzt hast du natürlich erstmal ein Problem auf Seiten von Clutch Gaming, weil die Öffnung führt. Wobei Huni, der will rein, Dokler kassiert da guten Schaden. Der Knockout geht aber ins Leere, weil man eben Repel und Flash hat auf Seiten von Clutch Gaming. Dokler super low und überlebt das. Also ohne Kill geht man hier nochmal raus. Huni lauert zwar gerade noch, kann aber nichts machen. Wird das in der Mitte? Damonte, der brennt und der wird verbrennen. Keine Chance, da noch zu überleben. Oder? Wobei die Heilung über den Pott. Uhu. Ah, Pott und Durant Schild, wenn mich nicht alles täuscht, reichen da als Heilung. Und er überlebt das Ganze doch noch. Also wichtig hier für Damonte, da rauszukommen. Er verliert jetzt sehr viel in der Midlane. Muss mit seinem Teleport jetzt wieder dazukommen. Und somit Vorteil für Crown. Also Optik hier mit einem sehr, sehr starken Anfang. Haben im Ende da oben ein für 2 Flashes getradet. Hunis und Lyra's Flash sind jetzt raus, wenn nur Doklas Flash raus ist und Dardock sein Flash noch hat. Das ist also sehr, sehr positiv ausgegangen für Optik. Und Crown, ehemaliger Weltmeister hier gegen Damonte, zeigt, dass der Pick, den sie sich überlegt haben, gut funktioniert. Akali sehr, sehr low, war sehr knapp, fast der 1 gegen 1 in der Mitte. Und Rumble funktioniert anscheinend ziemlich gut gegen Akali und ich finde das immer noch klasse. Ja, ich mag es auch so, wenn Spieler wirklich mal so ein bisschen absurde Picks, nenne ich mal, reinbringen. Dass ein Rumble gut ist und funktionieren kann, haben wir letzte Woche schon gesehen. Aber in der Midlane ist aber was anderes. Das zeigt eben, dass du gerade auf den Solo-Lanes momentan so Matchups zustande kriegen kannst, die ein bisschen besonders sind. Ja, das ist halt wie damals, als das Meta relativ statisch war und Botlane sehr, sehr viel Zyra-Support gespielt wurde. Und desto länger den Meta statisch ist und sich nicht großartig verändert, wie halt diese Champions momentan, Akali, Urgot und so weiter, dann fangen die Leute irgendwann an, Counterpicks zu entwickeln, weil sie es müssen, weil sie sonst immer diese Champions bannen müssen. Und das ist jetzt anscheinend hier passiert, dass man sich überlegt hat, Akali-Counterpick kann ich mit Rumble spielen. Jetzt schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Damals war es halt Miss Fortune-Support gegen Zyra, was meine Solo-Queue
Erfahrung etwas verschlechtert hat. Das geht aber dazu. Jetzt sieht der Kokon erstmal drauf auf Dadoch. Der hat aber die Laterne und vor allem den Rumble bei sich. Ein Flash. Ein ebenartiger genutzt. Lieber kommt erstmal nochmal zur Seite, aber im Endeffekt wird er hier fallen. Das ist der erste Blut, sag ich mal, in dem Sinne hier für Optik. Die wollen sich noch weiter hinterher. Volkan kommt da nochmal raus. Ja, First Blood für Optik Gaming. Den Drachen werden sie nicht machen, aber direkt mal ein kleiner Vorteil. Das hätte Lyra jetzt hier nicht tun dürfen. Er hatte die Priority in der Midlane nicht und keinen Flash zur Verfügung. Dazu war Crown Level 6 auf einem Rumble. Der kann aus einer sehr hohen Reichweite eben diesen einen Ebner setzen und dort entsprechend Lyra sehr, sehr viel HP kosten. Force dann an der Stelle das Rappler raus. Das sehen wir jetzt nochmal hier. Hier sehen wir es. Zwar hat seine Botlane Priority, aber eben nicht die Mitte. Und Thresh ist schon da. Sie wissen nicht, wo genau Thresh ist. Und da geht er hier für die Krabbe. Aber man sieht sofort, Crown ist da. Und Gate ist da und dadurch kriegt er eben nicht so schnell down, weil Elise noch nicht diesen hohen Burst-Schaden hat. Und auch wenn die Botlane schneller da ist, ist das leider an der Stelle der Tod für Lyra und das First Blood für Optic Gaming. Ja, so gut gespielt hier. Wir sehen Lyra, der wieder sehr aggressiv unterwegs ist hier. Eben wurde er dafür schon bestraft. Ah, jetzt muss er ein bisschen aufpassen. Hat zwar da Monty bei sich, aber Gate mit einer super Rotation. Crown ist auch auf dem Weg. Schönes Double Flay nach seinem Flash hier. Da Monty ist ein Mobil, der kommt da raus. Aber Lyra, der hat keinen Flash, der hat keinen Repel mehr. Und er hat kein Leben mehr. Der nächste Kill für Dadoch. Und so spielst du, nenn dich Sinn im Early Game. Jetzt kommt noch Huni. Und eben Wolke mit dazu. Das Fressen geht raus. Dadoch muss aufpassen. Kommt mit dem Ort sogar nochmal rüber über die Wand. Und wenn jetzt da oben Crown nochmal rauskommen könnte, was aber nicht der Fall sein wird, der fällt hier. Jetzt kommt auch nochmal Joker mit reingehauen. Der 3-Mann-Knock-Up. Der erste Kill für ihn auf Wolke. Schönes Double-Flay nochmal. Double-Kill für Joker. Flash auf Huni. Und Huni hat da keine Chance mehr. Jetzt kommt sogar Dadoch nochmal mit dazu. Nimmt die Laterne. Das ist der Triple-Kill für Joker. Nach 7,5 Minuten und Optik zeigt Clutch Gaming erstmal hier, wer der Herr im Haus ist. Also das ist so gut gespielt hier von Optik Gaming. Die ganze Zeit versucht Clutch Gaming aggressiv zu spielen und Optik countet es jedes Mal, als ob sie die Schritte vorhersehen würden hier von Clutch Gaming. Wir sehen das hier nochmal. Lyra und der Monte sind da im gegnerischen Jungle, aber Gate ist eben vorher da, vor Vulcan und dementsprechend geht das da etwas schlecht aus. Lyra geht sofort down. Und man entscheidet sich dann noch mehr zu holen, weil Huni jetzt kommt. Das ist kurzzeitig ein 3 gegen 3. Dementsprechend wird es sehr, sehr knapp für Dadoch. Aber er kommt da gerade so nochmal raus. Und dann wird Crown leider down gehen. Aber das ist natürlich sehr, sehr tief. Und Crown denkt sich so, kein Problem. Den Tod nehme ich gerne, denn mein Team hat mich. Dokler mit dem Ultra-Ultimate hinten rein. Keine Flashes großartig zur Verfügung. Vulcan hätte zwar flashen können, aber... Nee, hat er sogar auch schon. Und Hunis Flash ist auch noch down von vorhin. Ein Triple Kill für sie. Und das ist... Oh, der geht Iceborne Gauntlet. Der will den Lead ausnutzen und Huni wirklich noch einen vor den Latz hauen. Ja, auch Dokler hat natürlich dieses Jahr ein bisschen was zu beweisen. Letztes Jahr war für ihn schwierig. Piglet hier gerade mit Problem. Wird im Endeffekt vom Vulcan aufgefressen. Das reicht dann nochmal. Aber wir sehen schon, Gate macht einen guten Job. Die Rotation von Gate hoch war gerade super gut. Der hat 100% K-Participation bis jetzt. Als Thresh im Early Game ist immer schwierig, weil du halt auf der Botlane so aktiv sein kannst. Aber die Roams kommen eigentlich erst im Laufe der Zeit. Und das war eine sehr gute Rotation. Man hat das Ganze geahnt. Ja, Vulcan hat das zwar so ein bisschen mitgemacht, war aber natürlich deutlich später da. So, und jetzt kann ich mir halt gut vorstellen, dass Optic Gaming, nachdem sie hier diesen Drachen gemacht haben, den sie eigentlich auch, den haben sie, der ist sicher, auf der oberen Linie aktiv werden. Sie haben sie den echt krassen Lead aufgebaut und jetzt können sie versuchen, da oben weiter zu snowballen. Dokler wird allerdings hier von Huni gut unter Druck gesetzt, muss ich sagen. Ja, Huni kann natürlich aus großer Distanz hier viel machen. Jetzt muss er aufpassen. Der kann schön gespielt, Dokler. Tank, Turret-Shots. Dokler macht das ganz gut, kann sich aber nicht wirklich großartig werden. Oh, wir sehen schon da Monty und Lieber, die wollten wieder oben aushelfen, aber Ward hat die beiden gespottet. Das Problem ist eben, dass du als Saiyan selbst mit einem Feed auf hohe Distanz keine Schnitte hast. Ja. Gegen den Jace sowieso nicht. Der poked die ganze Zeit, der tradet die ganze Zeit mit dir und du kannst effektiv nicht antworten. Du kannst zwar die Wave dann unter dem Turm noch annehmen und alles ist fein, aber du hast keine Chance im 1 gegen 1. Das Problem von Dokler ist halt, dass er jetzt die offensive Variante mit dem Iceborne Gauntlet gewählt hat. Das ist ein bisschen weniger tanky und mehr offensiv als zum Beispiel ein Sunfire Cape oder sowas in der Richtung. Aber dafür sind sie halt sehr viel stärker im 2 gegen 2. Das müsste jetzt auch das Ziel sein mit dem Itembild, behaupte ich. Ansonsten wird er halt von Huni trotz des 3-0 Leads hier ein bisschen rausgedrückt. Das ist halt Jace, du hast es komplett angesprochen. Jace ist sehr, sehr aggressiv in der Lane und durch den Reichweitenvorteil kann Dokler dann nicht viel machen. Ja. Aber Dadoch ist sicherlich schon langsamer sich auf dem Weg nach oben. Das war eine interessante Interaktion. Knockup geht durch, aber auch der Knockback von Huni.
Ja, sah sehr gut aus. Dogler hat gleich den Teleport wieder. Das heißt, er könnte jetzt potenziell in die Base gehen, wenn Huni ihn lässt. Wenn er jetzt vielleicht noch einen Schockblast durchbekommt. Ich denke, er wird ihn lassen. Ja, und lässt dann ihn die Platte holen. Und eben. Dann auch gehen. Nochmal ein bisschen extra Gold für ihn. Und jetzt müsste gleich ein Teleport hier zu sehen sein. Er wartet anscheinend gerade noch. Jetzt kommt ein Teleport in die Backline, denn wir sehen noch. Oder aufs Ward hinter ihm. Was heißt Backline? Das ist schwierig zu sagen. Jetzt geht er mal rein mit seiner Ult und die Flash das Ganze. Und das ist in Ordnung. Das kann er so mitnehmen. Teleport wäre sowieso. Ich meine, er musste wieder auf die Toplane. Und jetzt tauscht er seine Ult gegen den Flash von Huni. Und somit ist der anfällig. Und eine große Wave. Ja, wobei er hat auch Teleport. Also ich denke, die sollte er annehmen können. Nee, ich meine, Dokler hat eine große Wave dafür aufgegeben, Dass er so den Flash von Huni geholt hat. Im Endeffekt ist das total in Ordnung. Summoner Spell mehr rausgeholt für eine Wave. Ein bisschen mehr sogar noch als die Wave, das ist okay. Jetzt muss man aber gucken, dass man darauf snowballt. Im Endeffekt ist ein Flash nichts wert, wenn du nicht auf diesen Flash capitalized. Ja, du musst was damit machen. Und das haben sie jetzt hier direkt schon gemacht. Den Herald geholt, weil sie Huni rausgedrückt haben. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt müssen wir schauen, dass sie Huni eventuell bestrafen dafür, dass er den Flash benutzen musste. Und dann kann der Snowball weitergehen. Weil im Endeffekt, Optik ist 4 Kills vorne und nur 500 Gold. Das liegt einfach daran, dass Huni so eine riesige Farmdifferenz auf der Toplane aufgebaut hat. 20 CS, das sind grob 4 Waves. Das ist schon sehr, sehr viel. Ja, muss auf jeden Fall mal schauen, wie sich das im Endeffekt hier noch weiterentwickelt für die beiden Teams. Also, ja, der fehlende Goldvorsprung könnte natürlich ein Problem werden. Problem für Optik wird hier, dass der Tahmkent sich immer so gemein ist und den Ezreal fressen kann, wenn dann doch mal ein Hook landet. Jetzt muss man sich jetzt zurückziehen. Vielleicht ein bisschen früher geflasht davon aus. Ich meine, klar, er muss aufpassen wegen der Zunge und wegen der Ezreal Ult, aber. Das war ein bisschen zu vorsichtig. Ja, also wenn du schon so hart committest und dann direkt rausflasht, nur weil du exhausted wirst, das musst du auf dem Schirm haben, dass das eben passieren kann. Du siehst ja die gegnerischen Summoner Spells. Ja. Und das ist natürlich nicht wert, rein ulten und dann rausflashen, weil du exhausted wirst, ist nicht der Plan normalerweise. Ja, Teleport von Astra kommt jetzt auch mit dazu. Der nächste Hook sitzt, ja, trotz der E von Ezreal. Das ist sowieso eine interessante Interaktion. Wenn die Ezreal E ein bisschen nach dem Hook auf Prall losgeht, dann wendet er den quasi ab, aber wenn sie ein bisschen früher kommt, dann hängt er trotzdem richtig am Haken. Das ist immer ein bisschen schwierig mit Ezreal und Hooks, sage ich mal. Ja, es kommt halt immer ganz darauf an, wann du eben die Ezreal E, das ist auch mit der Tristana W so. Stimmt. Wann du das benutzt, je nachdem, ob die Animation schon angefangen hat oder nicht, kommst du halt noch raus oder nicht. Wenn es während der Animation passiert, gerade bei Tristana ist es so, dass du aus der Animation rausgehuckt wirst, aber wenn die Animation gestartet hat, bevor der Hook kam, dann kommst du noch raus. So. Ja, und jetzt will man hier den flashlosen Huni punishen, einnehmen, da kommt also Distanz, das heißt, er kann nur noch in die eine Richtung gehen und der Kill fällt schnell, Dokler kann das Ganze natürlich auch easy tanken, Damonte ist Teleport, ist ja natürlich nett gemeint, kommt aber spät. Jetzt will man hier Damonte nochmal wechseln, damit der Herald gespawnt werden kann und damit man hier mindestens 2 Turmplatten mitnehmen kann, Gate auch wieder mit der Rotation und der weiß, dass Damonte ihn nicht sieht, Box gestellt mit dem Hook zusammen, Flay geht auch nochmal durch, Damonte ist in Gefahr, geht auch mit der Ult nochmal über die Wand, das heißt, er kommt raus, aber dieser Toplane-Turm wird fallen. Und wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn wir mal schauen, wo Clutch Gaming sich gerade befindet. Die versuchen jetzt auf der unteren Seite der Map was zu machen. Und Optik sieht das. Da sind schon die Pinks auf Elise und Tahmkent. Und dementsprechend bin ich mir relativ sicher, dass da noch mehr fallen wird auf der oberen. Ja, vor allem muss man sagen, das war richtig viel Glück nochmal für Optik Gaming, weil die genau vor dem Ablauf der Turret Plates nochmal alle 5 Platten oder den kompletten Turm oben abgeräumt haben. Was auch nochmal extra Gold ist. Und ich glaube, der zweite Charge ging nochmal durch. Ja, der ging durch in den Turm. Und man tauscht jetzt den Turm für Turm. Aber trotzdem deutlicher Vorteil bei Optik. Definitiv vorteilhaft für Optik Gaming hier. Jetzt der Bergdrache ist auf der Map vorhanden. Dokler hat keinen Teleport. Huni allerdings auch nicht. Dokler begibt sich jetzt hier in die Midlane. Pusht da wahrscheinlich die Wave raus, nimmt die an. Und dann wird vielleicht für den Bergdrachen gegangen. Vielleicht auch nicht. Man sieht nicht, dass Damonte sich auf die obere Map-Hälfte begibt. Ja. Hier nochmal natürlich die Übersicht über die Turret-Plates, wer hat wie viel mitgenommen. Das finde ich immer sehr schön, dass sie es einblenden, weil das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Faktor. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel in der LCK, wie viele Krabben wurden eingesammelt. Hier haben wir jetzt, wie viele Turret-Plates wurden mitgenommen. Und da hat sich Optik einen kleinen Vorteil erarbeitet. Dokler versucht hier irgendwie gegen Huni zu fighten, aber wir merken schon, es ist schwierig für ihn. Ja, Huni hier auch mit dem Blade Thurin King First Build auf Jay ist absolut logisch, weil dir die Flatpen nicht so viel bringen wird. Sie kauft so oder so sehr viel Armor und Tabis und HP und da ist Flatpen einfach nicht so effektiv gegen, während Blade Thurin King natürlich mit dem prozentualen Schaden, auch wenn er physisch ist, trotzdem sehr, sehr viel effektiver ist als Lethality. Gute Entscheidung und kann hier weiterhin
Druck auf der oberen Linie ausüben und dadurch den relativ gefeedeten Daukler auf die Lane fesseln. Ja. Was man hat, das hat man gesehen, als das hat er auch gegen TSM gemacht. Das stimmt. Aber Broken Blade auch sehr, sehr gefeedet und er hat auch immer ihn durch die Pushes da gehalten. Und jetzt sind wir auf der Botlane. Action! Ah, Vulcan frisst er, der einen eben da gut gesetzt. Vulcan braucht da seine Grey Health. Dadurch geht lieber raus. Er muss aufpassen, der Snipe trifft nicht von Piglet. Der sitzt damit voll und Crown sagt: Check, Kollege, ich komme an mit meinem Flammenwerfer und lässt ihn hier verbrennen. Oben dann auch noch der Solo-Kill von Dokla auf Huni. Wie das zustande gekommen ist, müssen wir uns auch gleich nochmal im Replay angucken. Währenddessen kriegt man hier unten noch den Botlane-Turm. Dazu hat man kurz davor noch den Bergdrachen mitgenommen. Das heißt auch nochmal extra Schaden an Objectives. Und der nächste wird dann nochmal ein Höllendrache. Das läuft gerade sehr gut für Optik. Ja, Optik macht hier alles richtig. Die snowballen so gut wie sie können mit ihrem Goldlied. Und also, dass Dokla den Solo-Killer Funi bekommt, ist halt schon sehr merkwürdig. Ich hoffe wirklich, dass wir das gleich einmal im Replay sehen. Jetzt sehen wir hier auf der unteren Linie erstmal den Kampf. Dardok trifft hier Vulcan und Vulcan nimmt da sehr, sehr, sehr viel Schaden. Frisst ihn allerdings. Das heißt, für Dardok wird es auch sehr knapp, aber er kann jetzt halt zur Lantern springen. Piglet stand so lang im einen eben. Ja, er hat so viel Schaden genommen. Dann kommt da Crown entsprechend und nimmt Piglet mit. Der Schaden von Crown ist halt sehr, sehr hoch. Und jetzt sehen wir das auf der Top-Lane. Der Trade ist da und Huni wird hier verlangsamt und nimmt wahrscheinlich den Knock-Up. Ja. Der Flash ist allerdings zur Verfügung, wird hier nochmal genockt. Und der Flash ist immer noch ab von Huni, aber er kann hier auch nicht wirklich flashen. Der Slow sitzt wieder. Und jetzt... Er wollte gerade da über die Wand und es hat halt nicht mehr gereicht. Aber es hätte auch so nicht mehr gereicht, wenn er darüber geflasht hätte, weil Douglas Flash war ja auch zur Verfügung. Der wäre auch rüber geflasht. Also hat Huni einfach sehr, sehr viele Skills genommen von Dokla. Und ich glaube, er hätte da die Ultimate irgendwie flashen müssen. Dann hätte er da noch wegkommen können. Aber sehr gut gemacht von Dokla. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, wenn du Huni solo killst, ist es für dich schon mal so ein kleiner Schulterklopfer. Kannst du dir selbst geben. Kannst du dir so ein Schulterklopfen und sagen, hey, ich habe einen World's Finalist solo gekillt. Also, das lief schon mal ganz gut. Mal schauen, ob Clutch Gaming sich davon irgendwie erholen kann. Wir haben schon gesagt, sie können von behind spielen. Das jetzt gerade... Es klingt aber doch ein bisschen. Es sind wieder 3000 Gold, 3500 sogar. Und Optik macht gerade einen sehr guten Eindruck. Gerade Gate gefällt mir sehr gut. Und Dardok auch wieder. Dokla sowieso, da steht 401, aber Dardok auch sehr aktiv, überall unterwegs. Jetzt kommt man hier mit Tom Kenshin dazu. Crown kann die Wave natürlich klären mit seinen einen Ebene. Das ist auch eine Stärke von Rumble. Wird aber angegangen von drei Leuten unter dem Turm. Die Laterne ein bisschen spät. Das war ein cleaner Tower Dive von CG. Aber es wird vermutlich erstmal noch nicht reichen. Da muss mehr kommen. Ja, nicht schlecht von Clutch Gaming, dass sie trotz des Rückstandes sehr, sehr aggressiv bleiben. Mit der Elise ist das halt immer gut möglich, so Tower Dives. Und das machen sie auch weiterhin, das finde ich sehr gut. Man darf sich halt nicht fallen lassen, wenn man behind ist, auch wenn sowas passiert auf der oberen Linie. Und ja, man muss halt bei Optik echt bedenken, dass das immer noch zum größten Teil das Academy-Roster eigentlich ist. Ja. Und dass die hier so eine starke Leistung zeigen, generell zeigen die eine sehr, sehr starke Leistung, auch wenn sie nur, in Anführungszeichen, nur 1-1 stehen, aber grundlegend sehr, sehr starke Spieler. Und ich bin halt gespannt, ob das Main-Roster sogar noch besser performen wird. Ja, vor allem mit Arrow dann, der natürlich... Ich kann es nicht einschätzen, Asta ist ja neu in der Szene. Ja. Macht bisher einen soliden Eindruck. Klar, die eine Szene vor mit dem Flash war jetzt nicht optimal, aber jeder macht mal Fehler. Und ob jetzt Dardok noch weiterspielt oder Meteos, da bin ich auch mal gespannt. Ich würde halt Dardok eher als aggressiveren Jungler einschätzen und Meteos als passiveren. Das kann man natürlich auch so swappen, wie man das Ganze möchte. Also mal schauen, wie man sich da im Endeffekt das Ganze zurechtlegt. Ich kann mir halt schon gut vorstellen, dass, du hast es vorhin angesprochen, dass Optik halt sehr, sehr viel tauschen wird mit den Rostern, weil das Academy-Roster in Anführungszeichen nur das Academy-Roster ist, aber trotzdem wirklich gut performt. Und wenn man dann merkt, dass das Main-Roster irgendwelche großartigen Schwierigkeiten hat oder gegen gewisse Playstyles nicht so gut ist, die gewisse Teams dann zum Beispiel machen, das ist dann halt Analystenaufgabe, dass man da dann oft durchtauscht. Aber soweit bin ich hier sehr positiv überrascht und jetzt Dokla hier super, super gefeedet, ne? Varmox und Iceborne und die Tabis, also ich glaube nicht, dass Huni da noch wirklich was machen kann. Nee, also zumindest im 1 gegen 1 hier wird da nichts mehr zu melden sein. Das sieht gerade, wie gesagt, sehr gut aus für Optik. Nächste Dach ist in 30 Sekunden da. Der Baron ist zwar jetzt auch da, den kann man halt theoretisch erstmal liegen lassen. Clutch Gaming hat keine Chance, den gerade zu machen. Ja, da reicht der Schaden absolut nicht. Optik hat allerdings den Bergdrachen, den ich so mag. Das heißt, die können problemlos den holen mit einer Kaiser. Sobald die Kaiser ihre Wutklinge fertig hat und Dokla den tankt, dann geht er sehr, sehr schnell down. Der eine eben dafür ihn slow. Und wenn Huni sich hier mitnehmen lässt, jetzt kommen ganz viele Teleporter dazu. Zwei auf Seiten von Clutch Gaming, einer auf Seiten von Optik. Huni ist down, bevor es überhaupt richtig losgeht. Crown lebt da hinten sogar noch. Da noch mit dem Sheet am Ende. Da Monte geht jetzt da vorne und macht das, was Akali macht. Und das könnte ganz schnell backfiren für Optik. Das war ein bisschen zu aggressive. Ja, man rennt hier nochmal raus. Das heißt, man würde es überleben. Aber für den Drachen hat Clutch Gaming jetzt die überste Situation.
zwei Leute hier von Optik Down gegangen, während nur eine Person von Clutch Gaming Down gegangen ist. Das ist in Anführungszeichen nur Huni. Werden es noch drei? Picklet will da noch weitergehen? Nein. Es ist in Anführungszeichen nur Huni. Wenn man sich das alte Bild von Huni mal anguckt, das kann man leider gerade nicht. Er hat einen Blaze und einen King und den Kleinglas Whisper. Das sind halt Items, die gut gegen Dokla sind. Aber gegen den Rest des Teams von Optik ist das eben nicht so wirklich gut. Blaze the Rune King gegen Squishy Targets wie die Sin, Rumble und Kaiser ist nicht so effektiv. Der Last Whisper ist recht nicht. Und jetzt sehen wir, dass hier nochmal Optik will hier für Huni gehen, der einfach das schwächste Teammitglied gerade bei Clutch Gaming ist. Und sie werden ihn zwar kriegen, aber Crown als Rumble, der gerade sehr, sehr stark sein muss und auch sehr viel Impact hat, wird er sehr, sehr früh rausgenommen. Und Clutch Gaming denkt sich dann, okay, gut, wir haben jetzt Crown und auch Gate geht sehr, sehr schnell down und dann fehlt ihnen irgendwo der Schaden. Asta ist nicht in der Position, irgendwas zu machen. Ich glaube, der hat nicht mal ein Auto in den Fight gesetzt. Dardock und Dokla sind zwar gut im Spiel, aber nicht wirklich gefährlich, wenn man noch einen Time Kench dabei hat. Und ja, problematisch hier von Optik, aber sehr, sehr gut für Clutch. Und da haben sie den ersten Höllendrachen auf ihrer Seite. Ja, das ist für sie natürlich ganz gut, weil sie zum einen den gegnerischen ausgleichen können. Und ein Ezreal zum Beispiel, eine Akali, auch einen Jace. Die freuen sich auch über dieses extra Scaling. Ja. Und nochmal vielleicht zu Asta gerade. Also du hast gefragt, was er gemacht hat. Er hat die Krabbe erledigt. Ach so. Ja, ich meine, kann man machen. Es war natürlich gerade der Vorteil für Clutch Gaming ist, dass sie eben durch zwei Teleports und eine drei Teleports und eine Tamkench Ult eben sehr mobil sind. Das heißt, Optik hatte eine gute Idee. Sie wollten Huni catchen. Das sah ganz gut aus. Aber ich glaube, sie haben einfach den Faktor unterschätzt, dass da vier Leute aus dem Nichts kommen können. Auf einmal. Und ja, das war hier gerade das Problem. Das hat man so nicht wahrgenommen. Und deshalb ging das hier nach hinten los. Persönlich würde mich ja sehr freuen, wenn hier von Optik ein Sneaky Play sehen würden. Also so ein richtig schönes Vision Play. Müssten irgendwie versuchen, nur in der Pit des Barons die Vision zu denyen. Dann mit einem Thrash-Hook über die Pit rüber. Lantern auf Asta, dass er auch rüberkommt. Dardock springt rüber und dann machen sie zu dritt den Baron, ohne dass CG das irgendwie sieht. Das könnte man probieren. Das könnte man probieren auf jeden Fall. Aber es ist natürlich schwierig, weil Clutch Gaming wird das hoffentlich im Hinterkopf haben jetzt. Da sollte man. Und deshalb sollte die Vision zumindest zeitweise mal aufgebaut sein. Jetzt gerade hat man nicht so viel Vision im Bereich von Clutch Gaming. Der Ward da würde nicht die Pit zeigen. Und das wird auch von Optik hier angegangen. Okay, das müsste Clutch Gaming wissen, dass da angefangen wird. Ja, ja, aber sie waren den recht schnell. Du hast schon angesprochen, zum Beispiel ja. Mit Rageblade und Rumble, auch mit so einem Flammenwerfer. Die teilen da gut aus, weil Rumble ist noch gar nicht 6K. Dran. Jetzt können sie ihn finishen. Leroy ist jetzt hinterm Pit. Wenn man den aber raushalten kann, oder Kokor, wichtig. Dadurch geht Dadurch rüber, geht raus. Der ist draußen. Jetzt geht er wieder rein ins Pit. Der Baron fällt. Und da geht zwar an Optik. Man kriegt nochmal den Kill auf Leroy. Gibt aber auch zwei Kills ab. Wenn man jetzt hier mit drei Leuten rauskommt, ist das in Ordnung? Dann tauscht man Baron gegen zwei Kills. Oh. Das war knapp. Also, das war jetzt sehr interessante Entscheidung, davon Dadurch rauszugehen. Grundlegend halte ich es für sehr, sehr kritisch, bei ungefähr 2000 HP die Baron Pit zu verlassen als Jungler. Also die Idee war gut. Rausgehen, wegkicken, wieder reinspringen. Aber halt nicht gegen Elise Rappel. Das kann richtig. Sie ja problemlos dodgen. Und dann springt sie ja noch rein. Also das war wirklich... Ich meine, er ist sofort wieder reingekommen. Er hat das auf jeden Fall mit dem Hintergedanken gemacht. Mein W ist ready. Ich komme wieder rein im Notfall. Aber ist natürlich sehr riskant. Aber es hat funktioniert. Sie haben den Baron. Und jetzt können sie es eventuell klauen. Schauen wir uns das nochmal ganz genau an. Also Optik macht hier den Baron und Clutch Gaming ist hier am Contest. Hunis TP kommt und Lyra steht in Position. Wir haben 3K und jetzt wird der Knockup und jetzt hier. Da wollte er kicken und er kommt nicht sofort wieder rein. Er musste erstmal wieder rein und jetzt 1130, 900, 700 und da war er auf 100. Das war, glaube ich, ein Face-Mite von Lyra, wenn mich nicht alles täuscht. Er hat es halt versucht, aber leider nicht ganz geschafft und entsprechend kommt Optik dann wieder raus. Zwei getradet für den Baron, das ist okay. Und damit können sie jetzt hoffentlich was machen. Ich meine, Lieber muss, er muss es meinen, er wäre ja gestorben, er ist ja quasi direkt im nächsten Moment gestorben. Das heißt, den Zweiten hat ihn so genommen, ist ihn am Leben gehalten. Er hatte gar keine andere Möglichkeit, das heißt, das war dieser eine Versuch in der Hoffnung, dass da irgendwie noch Damage mit reinkommt. Ja. Also dahingehend kann man Lieber dafür, glaube ich, nicht so blamen. Ja, absolut. Also das ist total okay, in so einer auch sehr unübersichtlichen Situation zu hoffen, dass der Baron irgendeine Schadensquelle, von irgendeiner Schadensquelle noch ein bisschen Schaden erleidet, damit das mal passt. Das ist halt schon einer der besseren Versuche, statt einfach zu warten. Ja, und wir sehen, Optik pusht jetzt hier den Midland T2-Turm. Dokla, fährt mal kurz mit dem Zug ein bisschen da in den Gegner-Jungle rein, aber mehr auch nicht. Der Snipe hier von Piglet tut nicht wirklich weh.
Ja, das ist sehr, er ist sehr, sehr tanky. Er hat jetzt auch den Adaptive Helmet. Das heißt, er ist sehr, sehr viel sicherer gegen Lyra und gegen Damonte und auch gegen Piglet, der ja auch. Ezreal macht ja mittlerweile auch sehr guten Hybridschaden. Besonders weil er auch hier für die zweite Träne geht. Und dementsprechend, Dokler macht seine Aufgabe als Tank. Wenn du 5-0 als Tank stehst und so viele Items bei 0-25 hast, dann gehst du halt kaum down. Und dann kannst du auch einfach mal so reinfahren, einfach weil das ein bisschen Präsenz auf der Map zeigt. Und das gegnerische Team dann entsprechend ein bisschen aufpassen muss. Und dann kriegt dein Team halt die Türme einfacher. Ja, jetzt hier, das macht Clutch Gaming gerade ganz gut. Sie wissen, dass Optik da nicht einfach so in die Midlane reinlaufen kann. Das heißt, sie werden hier den T1-Turm bekommen. Währenddessen aber Dokler weiterhin auf dem Weg. Ja, seinen gefiedeten Cyan irgendwie durchzubringen, kriegt er den nächsten Turm für sein Team. Dazu kriegt man noch den Drachen, auch das ist wirklich schön. Nochmal ein Höllendrache, 2-1, was das jetzt angeht. Aber man verliert auch seinen eigenen T2-Turm. Jetzt kommt ein Teleport mit auf die Botlane. Also Optik will hier diesen Innenturm. Das ist gar nicht mal so schlecht, denn da gibt es keinen Baron-Backport für Clutch Gaming. Und der in dem Turm fällt vermutlich sogar der Inhibitor. Das ist an der Stelle wirklich schön rotiert hier von Optik. Sehen da den Fehler von Clutch Gaming für den mittleren T2-Turm zu gehen und punishen ist. Aber jetzt. Ja, wenn jetzt einer gecatcht wird, ist das okay. Also, wenn Dokler jetzt stirbt, ist das kein Problem. Also, er wird nicht mal gecatcht. Sie kriegen sogar noch den mittleren Inhibitor-Turm und Clutch Gaming lässt sich hier gerade viel zu simpel autotapen. Also, das ist richtig schönes League of Legends hier von Optic Gaming. Einfach pures Makroplay. Die Rotationen sind einfach komplett da und das ist halt richtig viel. Auch wenn das Baron Powerplay in Anführungszeichen nur 1500 Gold sind. Kriegen sie dafür einen T3A auf der Botlane, einen Inhibitor und einen T3 in der Mitte. Und das baut sehr viel Druck für Optik jetzt auf. Und jetzt, ja, sieht es doch sehr, sehr gut für Optik Gaming aus. Ja, also trotz zwischenzeitlichem Rückschlag haben sie sich jetzt hier wieder gefangen, den Baron bekommen, durch den Baron sehr viel gut gemacht. Also einen Inhibitor bekommen, noch einen Inhibitor-Turm in der Mitte. Das ist ein guter Start, oder was heißt ein guter Start? Das ist ein guter Ausgangspunkt jetzt, um das Game hier zu beenden. Ja, man kann sich jetzt eigentlich nur noch auf die Topline fokussieren, schickt vielleicht Dokler einfach in die Mitte, denn der kann sich da ganz bequem an den Inhibitor machen. Also wirklich, ich bin gerade positiv überrascht von Optik, dass sie das gerade so gut gespielt haben. Haben halt gesehen, okay, Clutch Gaming will nicht verteidigen, dann zerstören wir eure Basis. Also das war wirklich Fehler bestrafen auf höchstem Niveau von Optik Gaming und du sagst es positiv überrascht. Also sowas sieht man eigentlich sehr, sehr selten, dass Teams wirklich so krass einen Fehler bestrafen. Meistens geht dafür einen Turm, vielleicht auch zwei Türme drauf, aber hier gleich zwei Türme, einen Inhibitor und noch einen Turm in der Midlane mitzunehmen, ist halt schon richtig gut gespielt. Das kann im Endeffekt jetzt schon das Game gewesen sein. Jetzt muss Optik nur schauen, dass sie mit diesem Druck, den sie auf der unteren Linie hier mit Dokler haben und den Super Minions entsprechend auf der oberen Linie was machen. Und wenn sie das gut schaffen, dann sieht es gut aus. Dokler weiter unterwegs ist. Das ist halt, der lebt den Zeilen gerade richtig. Der macht da so viel Druck, wie er nur machen kann. Crown ist auf der Toplane, das ist ein sehr guter Split, den sie hier gerade haben. Gate muss sich vielleicht noch zu Aster bewegen, dann können die beiden auch in der Mitte ein bisschen Druck machen. Ja, Toplane T2-Turm steht da noch. Das sehen wir auch selten, dass ein Sion so ein offensives Item-Bild geht. Weil jetzt hier das Corfields Warhammer, was auch immer daraus werden soll, bin ich auch noch gespannt. Könnte sogar nicht Jomus werden, um entsprechend schneller zu sein und eventuell gegen Huni besser bestehen zu können oder halt entsprechend schneller auf der Lane zu laufen. Aber also ich kenne so eine Strategie aus der Solo-Queue, da brauchst du sehr viel AD aus sein. Ja, das ist, es ist gar nicht so schlecht. Also wenn du dann irgendwann mal stirbst, machst du sehr, sehr viel Druck auf der unteren Lane. Sterben könnte das Stichwort sein, aber währenddessen pusht Optik einfach wieder die Mitte. Ja. Die können ihren Cyan da fallen lassen, vor allem wenn Piglet sich hier catchen lässt. Der ist tot. Ja, Piglet keine Chance, Lyra ist jetzt alleine, das heißt, der Inhibitor wird fallen. Und Dokler ist nicht mal tot! Dokler lebt sogar noch. Also der hat eine Warmox, der muss nicht mal Base. So gut Optik das gerade spielt, also wirklich Riesenlob an Optik, so bitter sind die Entscheidungen, die Clutch Gaming hier trifft. Ja, die versuchen irgendwie irgendwas zu kriegen. Sie sind nicht weit hinten im Gold, aber grundlegend ist das Gold halt mehr oder weniger gebündelt auf einem Champion, nämlich auf Sion. Und man kriegt die nicht mehr tot, man kann die Teamfights nicht mehr richtig spielen, weil man irgendwie Catches sammeln und suchen muss. Und den Splitpush verliert man hier gegen Sion und jetzt geht der zweite Baron hier in Optik und das könnte das Game gewesen sein. Ja, also das ist schon mal ein Riesenvorteil, zwar in dem Set down. Wir sehen die Szene nur nochmal. Also, wie konnte der nicht sterben? Also da wird nochmal geblockt, das passt soweit, aber jetzt müsste er eigentlich sterben. Jetzt entscheiden sie sich halt, dass sie zurück müssen in die Basis, weil sonst die Basis fallen wird. Weil wenn sie da jetzt weiter draufhauen, wird er im Passive ihre Backports canceln und dann in der Zeit wird Optik einfach durchpushen. Dementsprechend haben sie das kleinere Übel gewählt, den Kill nicht zu kriegen und dafür das Game nicht zu verlieren. Und ich würde sagen, das war die richtige Entscheidung, auch wenn das natürlich sehr, sehr bitter ist. Ja.
Bitter ist hier ein gutes Stichwort für Clutch Gaming. Also, wir haben sie vorhin noch gelobt, wie sie von also letzte Woche, das war ein ganz anderes Gesicht von Clutch Gaming. Ja. Da wirkten sie zielstrebig, hatten einen Gameplan, haben alle an einem Strang gezogen und das hier heute. Es zeigt einfach, dass wir noch früh in der Season sind, also dass die Teams noch gar nicht 100% auf einem Level sein können, dass die Teams eben noch nicht da sind, wo sie hinwollen. Aber das ist nicht schlimm. Das ist alles in Ordnung, das gehört dazu. Man lernt ja über die Zeit. Ja, aber Optik, man muss halt auch sagen, Optik, die Fehler, die Clutch Gaming macht, punished Optik Gaming richtig gut. Also das ist wirklich, wirklich gutes League of Legends hier. Sehr hohes Niveau, was man eigentlich von einem Academy Roster niemals auf der Stage der LCS erwarten würde. Aber meine Güte, wirklich, wirklich gut. Und jetzt geht's weiter. Ja, Toplane ist der letzte Inhibitor-Turm, der noch steht. Die Wave wird rangeholt von Gate. Wir sehen einen kleinen Thresh auf der Minimap marschieren. Ja, holt die Minions, verschnellert die ein bisschen. Und wenn Optik das jetzt geduldig spielt, vor allem wenn sie wieder um Dokla spielen, der schon wieder am nächsten Turm jetzt ist, also der macht da unten Druck, dann sollte das hier kein Problem mehr werden. Sie müssen halt mindestens jemanden abstellen. Oder sie schicken Dokla, der in die Backline da reinrennt. Jetzt muss Clutch Gaming sich zurückziehen. Volkan super low. Der erste Kill ist gefallen. Asta kriegt die Lyra. Da ist jetzt noch eine Stopwatch, lebt noch, kommt mit dem Flash mit seiner E nochmal raus, schön seinen Sprint nochmal genutzt. Und das ist der erste Nexus-Turm, der fällt. Das ist der zweite Nexus-Turm, der fällt nach und nach. Es dauert ein bisschen, weil die Minions sich jetzt auf was anderes fokussieren. Aber jetzt ist er down, man nimmt nochmal den Botlane-Inip mit, kann dann einfach nochmal resetten, wenn man möchte. Und man nimmt den Inip doch nicht mit, man muss aufpassen. Denn wenn man jetzt hier vier Leute oder so abgibt, dann könnte das ein Problem werden. Asta könnte mit dem Teleport gleich dazukommen, wenn mich nicht alles täuscht, hat er gleich wieder ab. Man nimmt den Init, man will vielleicht sogar für einen Finish gehen. Ja, Asta hat Teleport, genau, du sagst es gleich, wieder ready und Lyra ist noch 10 Sekunden tot und jetzt der zweite Ult von Dokla. Ah, da kann er einfach wieder reinsprinten. Da ist nur noch der Nexus, also da steht nichts mehr im Wege. Midlane-Inhibitor würde demnächst wiederkommen, aber ja, das bringt einfach gar nichts mehr. Jetzt kommt der Teleport von Asta mit dazu. Von Gate auf Volkan ist drauf. Das könnte jetzt eben das Problem werden, wenn man zu gierig wird. Der Monte in der Backline. Lyra kriegt hier den ersten Kill auf Gate. Der Monte kommt nochmal raus, wird gefressen von Volkan. Lyra aber auch mittendrin schon nur dabei. Und das war's für Clutch Gaming. Und Optik geht mit diesem Sieg oder schließt sich mit diesem Sieg der Spitzengruppe an oder bleibt weiter oben mit dabei. Also da muss ich einfach mal klatschen. Das war wirklich gut gespielt hier von Optik Gaming. Das war League of Legends auf höchstem Niveau. Das nach dem letzten Spiel, das sehr, sehr zurückhaltend war, ist das ein Spiel gewesen, wo Fehler knallhart bestraft wurden. Das Spiel ging relativ lang, aber das ist nicht das Problem. Es war wirklich schönes League of Legends und Optik Gaming hier mit einer sehr starken Performance. Also ich bin auch tatsächlich, wie gesagt, es ist das Academy-Roster in Anführungszeichen. Es ist vermutlich nicht mal die Final-Form, wie man jetzt vielleicht so ein Meme sprechen würde. Finde ich, also mir macht Optik gerade echt Spaß. So, also das so knallhart auszunutzen, zeigt halt auch, dass sie was dazugelernt haben, weil Optik war letztes Jahr nicht das Team, das Fehler bestraft hat. Ja, das war einfach ein tolles Spiel zum Ansehen. Und das ist League of Legends, wie man es eigentlich sehen möchte. Sowas möchte man grundlegend in jedem Spiel sehen, finde ich. Ja. Ja, dass beide Teams grundlegend ihren Gameplan verfolgen und wenn dann irgendwelche Fehler passieren, dass darum gespielt wird und dann, wenn die Gegner auch noch Fehler machen, sie bestraft werden. Also auf jeden Fall, hier sehen wir Huni, er sieht nicht so zufrieden aus. Nach einer 2-0-Woche startet man jetzt mit einer Niederlage, in diese Woche zumindest. Mal schauen, was man da morgen noch leisten kann. Da haben wir auch nochmal pro Team ein Spiel für euch. Ja, und Crown, der ist natürlich glücklich. Ich bin mal gespannt, wie wir ihn gleich zum Interview haben. Es sieht nur so aus, als wäre es Dokla, denn der fehlt hier schon. Das werden wir gleich natürlich noch beobachten. Ja, da ist er schon. Welcome back and congratulations. How was your first game back at LCS? I actually felt really good being back compared to my last time when I first started in LCS. I felt more comfortable and actually like really excited to play on the stage. Yeah. So we did miss you week one, but what was it like for you watching Crown and basically all of Optic Academy play? I mean, 10-man roster, I think it's going to be like the next thing. So it's good that we embraced it and like started with it. So I mean, I was sad at first since I wasn't playing, but I ended up being like supportive, you know, just. Yeah, I believe in our 10-man roster. So is there more talks of a 10-man roster? Because I remember last weekend I had talked to Dardock and he said that I think that game was only his first game that he played with Crown. Yeah, well, we had a little visa issue, but Arrow's coming back next week. So, yeah, we'll be sorted out on that. But, yeah, that definitely was his like second game or something with Crown. Second game, but you guys still looked great. Dokla, thank you again and congratulations on the win. And to wrap up the day, let's hear from the State Farm Analyst Desk. Ja, danke auch, Willi. Immer nett, die Interviews. Der Dokla hat gerade noch ein bisschen gesprochen, dass er ein bisschen traurig war, dass er letzte Woche nicht spielen durfte, aber ich meine, okay, das ist das 10-Mann-Roster eben, so funktioniert das eben, das spielen eben manche mal nicht.
Dann noch verlauten lassen, dass wir nächste Woche Arrow sehen werden. Das heißt, da sind die Issues anscheinend geklärt. Hoffentlich für Optik, muss man sagen. Und natürlich muss ich den Score natürlich auch noch aktualisieren, denn Optik hat ja gewonnen. Es war halt, wie gesagt, wir haben eben schon gesagt, es war ein beeindruckendes Spiel. Das war zielstrebig, das war das Wort, zu Ende gespielt. Und ich bin mal gespannt, was Optik im Laufe des Splits noch zeigen kann. Ja, ich bin auch gespannt. Und ob dieses 10-Mann-Roster, ich meine, ich habe das jetzt schon gefühlt 10-mal gesagt, aber ja. Das war nur das Academy-Roster. Und wenn man da eventuell noch einige Spieler reinsetzt und dann noch Spieler mal rausnimmt und entsprechend ein bisschen durchtauscht und den Gegner aber so ein bisschen verwirrt und verschiedene Game-Styles aufbauen kann und verschiedene Gamepläne durchführen kann, dann kann das ein richtig, richtig starkes Team werden. Ja, da sind wir auf jeden Fall drauf gespannt. Ansonsten, der Tag heute, muss man sagen, es waren so kleine Überraschungen mit dabei, zum Beispiel, dass Optik sich wieder so ein bisschen auf den falschen Fuß erwischen lassen hat, dass der Draft gar nicht so gut war, was man von Trolley nicht gewohnt ist. Wir hatten CLG gegen FlyQuest, das ist bisher längste Game. Da reden wir jetzt einfach nicht mehr drüber. Nee. Wir hatten TSM gegen Gecko Fox, ein sehr blutiges Spiel, was aber auch, also war halt an. Wir hatten eigentlich nur ansehnliche Spiele. Und die LCS bisher zeigt auf jeden Fall, was sie. Oder. Zeigt auf jeden Fall sich von einer sehr guten Seite. Das war das, was ich sagen wollte. Ja, und jetzt sehen wir hier nochmal ein paar Highlights des Spiels. Der erste, würde ich behaupten, Fehler hier von Clutch Gaming, da für die Krabbe zu gehen, obwohl man eben nicht die Mid Lane Priority hat und Crown auf Rumble sehr, sehr viel machen kann, auf höhere Reichweite und sehr, sehr viel schneller da ist und auch einfach stärker ist als zum Beispiel Vulcan Piglet. Hier sehen wir einen ähnlichen Fehler, dass man da wieder versucht, Dardock in Bedrängnis zu bringen. Und da geht Lyra immer noch kein Flash. Das sind alles zwei Situationen gewesen, die nicht funktioniert haben, weil der Flash nicht zur Verfügung stand, beziehungsweise wo man dann nicht mehr rauskam, weil man eben auf der Toplane den einen Fight im Jungle verloren hat und da kommt er sogar noch raus. Ja. Jetzt stirbt Crown hier im Trade mit 3 Kills. Jetzt der Dogler, der ist gerade der glücklichste Toplaner auf der Welt, weil er weiß wahrscheinlich da schon, ja, ich habe gleich einen Triple Kill. Und das ist halt der Anfang vom Ende, so. Ja. Dogler hier mit 3 Kills und kann sich dann entscheiden, ich gehe jetzt für Sunfire, nicht für Sunfire, Iceborne Gauntlet eben nicht für Sunfire. Ja. Und dann fange ich an zu split-pushen später und... Das hat sich gut ausgezahlt. Also Optik hat auch gezeigt, wie man um Top-Side rum spielt. Da hatten einige Teams bisher Probleme. Optik hat gezeigt, wie das geht. Und ich bin gestanden, boah, es ist spät. So, es ist spät. Es ist wirklich spät. Aber wir sind eigentlich ziemlich pünktlich so. Das ist richtig, wir sind sehr pünktlich laut LCS-Zeitplan. Was ich gerade sagen wollte, wir werden morgen sehen, ob das Ganze nochmal so bestätigt werden kann. Erstmal sehen wir anscheinend noch ein Gameplay. Das LCS hört sich nicht von einem Replay nach dem anderen. Das schauen wir uns das mal ganz an. Das war eins der Highlights, einer der guten Fights von Clutch Gaming, wo sie es nämlich geschafft haben, die wichtigen Spieler schnell rauszunehmen. Sie haben Huni getradet für Lamonte und jetzt sehen wir hier nochmal, daraus haben sie halt den Drachen geholt und jetzt sehen wir hier den Baron. Das war wirklich eine knappe Situation. Ja. Da hätte Clutch Gaming nochmal zurückkommen können, wenn man sich das nochmal anschaut, den Baron. Das ist richtig, richtig knapp. Der Ultimate von Piglet ging leider ganz knapp am Baron vorbei. Das hätte vielleicht alles nochmal geändert, weil eventuell Lyra da den Steal dann bekommen hat, aber im Endeffekt war es jetzt halt ein 2-1 plus Baron für Clutch, für Optic Gaming und dementsprechend, hier sehen wir auch nochmal den Schaden. Ja, also hier auch Crown ganz gut dabei. Auf der anderen Seite, ich meine, Huni hat viel Damage gemacht und noch Piglet, aber es hat gegen den Cyan machst du halt viel Schaden. Der Tank hat alles weg, kein Problem. Die Drachen werden natürlich auch ein Faktor gewesen sein. Ja. Im Endeffekt, es war nur 5000 Gold Unterschied. Ja, das heißt, so eindeutig war das, was das angeht, gar nicht. Das Spiel ging nicht wirklich um Schaden und um Gold, sondern es ging mehr um das Makro und das Bestrafen der Fehler entsprechend auf Makro-Ebene und das hat Optic Gaming einfach wirklich gut gemacht. Ja, also hier nochmal ein großes Lob von uns. Ich denke, wir haben das jetzt heute schon oft genug gesagt, aber jetzt die Verabschiedung. Ja, morgen geht es weiter um 21 Uhr schon, also morgen ein bisschen früher. Morgen ist dann nochmal LCK, das heißt, wenn ihr morgen früh, also in ein paar Stunden, in 5 Stunden schon wieder, wenn ihr da Bock auf LoL habt, dann guckt doch bei LCK vorbei. Ich glaube, das sind Kernus und Kings Play. Ich will nichts Falsches sagen, aber die sind dann auch wieder am Start und dann geht es nächste Woche wieder komplett von vorne los. Also, wir freuen uns natürlich auf morgen. Ja, hoffe, ihr seid auch mit dabei. Da hast du vielleicht noch ein abschließendes Wort für die Leute, für die Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, wir sehen uns morgen. Ciao. Mach das wunderbar! Was ist denn da los?